Im Mittelwald ist der Kontrast zwischen der hellen letzten Schlagfläche und der für den nächsten Winter vorgesehenen Schlagfläche ja sehr deutlich. Das liegt am Vorrat, das liegt aber auch an der Standzahlhaltung natürlich. Aber es wird nicht einfach alles nur weggemacht, sondern es gibt Prinzipien beim Auszeichnen, die Sie berücksichtigen. Wie gehen Sie beim Auszeichnen vor? Wir haben einen fixen Termin. Das ist Martini, 11. November. Zu dem Zeitpunkt wird verlost. Und zuvor müssen die Alteichen markiert werden, die gefällt werden. Es müssen die Hegeiser markiert werden, die stehen bleiben sollen. Also 4 Stück pro Recht, 54 auf dem Hektar. Und wir brauchen Gliederungslinien, sogenannte Untergänge. Bei diesem Einteilen sind Rechtlervertreter dabei, die mitschreiben, wie viel Unterholz, wie viel Alteichen auf der jeweiligen Fläche sind, um hier eine gewisse Nachvollziehbarkeit zu haben. Und dann wird verlost. Draußen im Wald, beim sagen wir, Auszeichnen der Altbäume, das wird positiv ausgezeichnet, also das, was genommen wird, wird ausgezeichnet. Und wenn wir uns jetzt den Stamm anschauen, haben da oben den ersten dürren Ast. Bis dorthin wäre das sicherlich ein Wertholzstamm, der auf der Submission landet. Dann haben wir hier ein Loch geschaffen, wo schwächere Eichen außenrum Platz kriegen. Und beim Unterholz wird nur der eine oder andere als Hegeiser angezeichnet und das Rechtler darf alles wegschneiden, was nicht markiert ist. Das sind die zwei grundlegenden Geschichten. In früheren Zeiten mussten die Rechtler, als es noch mit Handarbeit ging, diese Eichen fällen. Aber nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs machen das nur noch Profis aufgrund der Unfallgefährdung und der Sachkenntnis. Also städtische Waldarbeiter fällen dann die Eichen und die Rechtler können die Kronen aufarbeiten. Und je nachdem, wie der Hieb ausfällt, habe ich Stockhiebe, wo nur 5% Wertholz ist, aber auch einmal Stockhiebe wie hier, viel Wertholz, viel Stahlgesolz, wo einmal 25% des anfallenden Stammholzes auf der Wertholzsubmission landen. Wohin geht das Holz eigentlich, das auf der Wertholzsubmission landet? Das sind ja ganz interessante Preise. Man kann sagen, das sind drei Gruppen. Die Spitzengruppe sind die Furnierleute. Die können bis zu 1800, 2000 Euro pro Festmeter anlegen. Dann haben wir die Fassholzkunden, das sind französische Tordelleries, weil hier haben wir ja nur noch einzelne Handwerksbetriebe, während in Frankreich ja regelrechte Fassindustrie da ist. Die kaufen ja auch im großen Stil ein und die haben ein Spektrum, also im letzten Jahr bis 1200 Euro pro Festmeter angelegt. Und dann haben wir die Sägewerker, die auch besseres Schneideholz wollen, denen geht bei 600, 650 Euro pro Festmeter die Luft aus. Also das sind die drei Gruppen. Da gibt es also Durchschnittspreise und wahrscheinlich auch sehr hohe Spitzenpreise. Das klingt ja immer dann sehr beeindruckend, wenn wir Förster davon erzählen. Aber insgesamt gesehen über Stammholz und Brennholz, lohnt sich das insgesamt, Mittelwaldbewirtschaftung weiterzutreiben? Wir haben die Situation, wir haben 5 Kubikmeter Zuwachs, davon 1 Kubikmeter, der umsonst abgegeben wird. Dann haben wir 1 Kubikmeter Stammholz pro Hektar und davon sind dann 20% Wertholz, wenn es hochkommt. Ja? Mittelwaldwirtschaft ist auf alle Fälle ein Defizitsystem. Selbst wenn man die Förderung mit einkalkuliert? Ja, also die Förderung ist nur in der Lage, das Defizit zu minimieren. Sie kommen in keine schwarzen Zahlen, weil sie eben relativ große Holzmengen umsonst abgeben an die Rechtler. Und sie tragen die Befasterungskosten voll, sie tragen allen Unterhalt von Wege und dergleichen voll. Also ist nicht kostendeckend. Da muss also noch andere Gründe geben für Iphofen oder für den größeren Raum, dass man das weiter pflegt und auch jetzt ja fast schon wieder eine Renaissance erfährt. Sagen wir, der Auslöser, ein Augenmerk auf den Mittelwald zu haben, war der Artenschutz. Und der Mittelwald durch die Auflichtung hat seltene Pflanzen. Es kommen Laufkäferarten vor. Wir sind ein Hotspot der Schmetterlinge in Deutschland, also warm, trocken, Eiche. Auch solche Schmetterlinge, die uns weniger angenehm sind, wie der Prozessionsspinner und der Schwammspinner. Aber hier sind wir ein Hotspot. Und wir haben, sagen wir, Vogelarten wie den Mittelspecht, wie den Halsbandschnepper, die im Mittelwald ein Refugium finden, weil alte Eichen, Höhlenbäume in ausreichender Zahl. Hier ist eine
hohe ökologische Wertigkeit. Das ist der, sagen wir mal, Naturschutz- und Biodiversitätsaspekt. Und dann mal den kulturhistorischen Aspekt, weil es sind in Bayern vielleicht doch 4.500 Hektar Mittelwaldfläche überhaupt da. Konzentriert hier Mittelfranken, unterfränkischen Bereich, weil eben die Leute nicht bereit waren, umzustellen. Und jetzt will man diese Flächen unbedingt als lichte Waldstrukturen erhalten, aus Artenschutzgründen. Die Stadt sagt aber auch, und das war sicherlich auch ein Grund zu sagen, bei Stadtratsbeschluss, auch wenn die Rechtsnutzung durch die Rechte rückläufig ist, wir wollen 10 Hektar Stockgipsfläche pro Jahr machen. Das heißt bei 30 Jahren Umtrieb 300 Hektar. Und wir sehen das ähnlich wie unsere Stadtmauer. Die bringt auch keinen Ertrag mehr, hat keine Schutzfunktion mehr. Aber es ist ein kulturhistorisches Relikt. Das eine ist ein Flächenrelikt, Waldnutzung. Und dort haben wir eine Stadtmauer, bei uns noch ein geschlossener Stadtmauerring, der auch Geld kostet, weil immer wieder saniert werden muss. Und ähnlich, wir sehen das beides als kulturhistorische, sagen wir, Sachen, die erhalten werden sollen. Vielen Dank, Herr Fell.